Ja, wir spielen Geisel zum ersten Mal auf der neuen Karte. Hat gar nicht so lange gedauert. Kanal hat länger gedauert damals, Geisel. Und damit hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Weißt du, wo das Waffenlager ist? Ziemlich in der Mitte, toll. Na. Ah ne, jetzt haben wir ja Mai, ist ja doof. Und die Sonne ist schon weg, Ja, Mist. wieso? Weil der macht doch Gumin kaputt. Der war Mai. Gar nicht. Doch. Wenn man das richtig platziert, nicht? Na dann richte dich ja nach den Läsionen. Du hast doch gar keine. Das kann dir doch egal sein. Finde ich Ich trotzdem schmeiß die beknackt, Dings nicht. dass man als Nicht-Läsionsspieler, als Verteidiger die Minen nicht sieht. Was hast du denn davon? Bringt auch nichts. Na doch, darauf kannst du dich ja einstellen. Du siehst halt, von wo ein Gegner kommt, aber das wäre dann wohl eben zu einfach, wenn man dadurch sieht, von wo ein Gegner kommt. Ja, aber was machst du, wenn du jetzt nach rechts guckst, aber hinter dir geht die kaputt? Dann siehst du das ja auch nicht. Also du kriegst halt mit und du siehst halt die Ja, ganze das Zeit die hörst Minen du denn? rumliegen und dann drehst dich mal um und guckst mal, wo jetzt eine fehlt. Ja, Dann wenn weißt du, mehrere von wo der kaputt Gegner gehen. kommt. Wenn da mehrere kaputt gehen. Weil Tja. irgendwie kaputt geschossen. Kriegt Weiß man auch schon nicht, ganz wo es gut ist. mit. Das kannst du auch hören, wo, von wo das kommt. Und Kapkamin wäre leider auch nicht angezeigt, nicht mal für Kapkan. Verstehe nicht, Egal, warum so die Sion da die ja, Ausnahme ist ist, nur weil er genau unsichtbar machen beschäftigt. kann. Oh Gott, die packt schon was aus, die Gabschrau. Bestimmt Seraphina. Immer. Schädling ist bereit und unterwegs. Was hier bei der Doppelklasse ist. Wird abgehackt? Hier auf der anderen Seite von dieser Wand ist die Doppelklasse. Da erfährt man's. Schockdrohne habe ich, Schockdrohne habe ich. Kann man ja kaum was zumachen. Ey, Quatsch, ist doch nicht hier. Das ist hier, wo die eine Treppe ist, wo die eine Treppe ist. Haben wir Luken über uns? Siehst du das? Keine Ahnung, ich bin gerade nicht im Raum. Es bleiben 10 Sekunden. Nee, nicht meine Luke gibt's hier. Kaum was zum Zumachen. Ich hab bloß noch eine Wand Sekunden übrig. Noch. Hab auch noch eine. Hier ist eine Wand zum Zumachen. Kein böses Auge noch, kein Gegner markiert. Wände wurden befestigt! Die haben Fuse. Schildträger haben sie auch. Ich muss hier gleich weg. Ah, blöde Zwischenwand im Raum. Beknackt. Er hat noch eine Wand anzubieten. Da hinten ist noch Pappe, gelber Ping. Oh oh. Böses Auge bereit. Böses Auge passt auf euch auf. Drohne gehackt, genau ins Schwarze. Jetzt haben wir Schutz. Wir werden beschützt. Was kommt hier mit Holz auf? Vor. 1,20. Ich habe einen entdeckt. Erdgeschoss. Die Warnung. Macht bei dir da irgendwo? Nö. Doch, irgendwo macht die bei dir ran. Achso, bringt's an. Okay. Ja.
Ah ja, egal, aber Ping, das hört man gar nicht, es ist lautlos. Es dampft, aber es ist lautlos. Da sind jetzt keine bösen Augen. Gelber Ping ist offen. Das kann doch nicht sein. Sichtkontakt zu Geisel. Ey, das ist so lächerlich. Blackbeard. Hier ist noch jemand. Ist dabei oder so? 10 Sekunden. Auch bei Ibana? Ja, da wo Hibana ist. Okay. Dann kriegen wir den. Ein Gegner verbleibt. Das Alter siegt. Gegner eliminiert. Mit vier Gegnern. Schön, dass Hibana da aufgemacht hat. Dafür ist das böse Auge da verschwunden. Ne, ist er noch daneben. Ja. Das ist halt viel zu weit oben. Ja, aber vielleicht macht es ja Sprengradius Bums. Aber ne. Nein, die haben nicht so einen Radius. Splittergranaten sind ganz anders als die anderen Sachen, oder? Das kannst du alles nicht miteinander vergleichen. Ja, da muss man einfach beobachten und Erfahrung machen. Kann ja trotzdem gewissen Sprengradius-Pumps machen. Auch wenn es bloß was zum Aufsprengen ist. Ibana hat jetzt aber auch so eine blöde Kante da in dem Durchgang. Den so ein langes, dünnes Ding. Die Geisel muss gesichert werden. Was ist mit dem hier? Schlafbereich, das sah auch mal anders aus. So nicht so hell, ziemlich dunkel halt. Aber ist ja generell bei der Karte so. Mist, ah, hätte ich mir auch sparen können. Mist. Hätte ich es da angebracht und hier auf, hätte ich da schießen können. Die Position der Geisel ist sicher. Ach, Kackdreck. Böses Auge bereit. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Die haben IQ. Böses Auge eingesetzt. Hast du das aufgemacht oder das Fenster? Seid sich jemand bei mir? Camping ist jemand? Ja. Ich gehe raus. Lade volles Magazin. Das ist auch wieder. Wenn ich jetzt zumache, kommt bestimmt jemand an und schießt. Wieso musst du denn immer hier... Lass das doch einfach mal. Nö. Zu ist zu, dann haben wir wieder hier eine Deckung. Ich lade jetzt nach! Was soll denn das? Kugelsichere Kamera im Gang ist kaputt.
35. Hughes kommt gleich. Bestimmt. Die gammeln irgendwo rum und wollen gar nicht gehen. Hughes rennt hier bei der Tür. Ja, ich schon auch gerade. 15 Sekunden noch. Und auch Gumin. Nur noch ein Gegner übrig. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Nochmal die Waffe gewechselt. Ins Metall geballert, ich glaube. Die Gumin hat nicht umgebracht, ne? Das hätte man, glaube ich. Nee, es war angezeigt, die Waffe. Die Waffe war es schon. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. So ein hohes Gras hier draußen. Drogen. Geisel gesichtet. Oben bei den Drogen? Na. Der Wamai. Sein Name, Wamai. Guten Tag. Ich bin dunkel. Nein, ist kein Schwein. Doch. 5 Sekunden. Sichtkontakt mit Geisel. Mission eingeleitet. Sag doch, die ist hier. Rauchgranate unterwegs. Mann, warum muss der denn rauchen, der Trottel, Alter? Go in! Or don't smoke, man. Immer diese Raucher. Einmal war Mai zerstört. Zugangssperre und Schild zerstört. Auf die Knie! Ich hab keine Lust. Auf die Knie! Ich habe einen entdeckt. Erdgeschoss. Oh, jetzt nehmen wir neben mir. Kopfschuss. Ich glaube, bei mir, bei den Drogen ist noch einer, bei den Drogen weg. Letzter Verbleib ist weg. Ich guck da runter. Ne, Kerschmann bei der Geisel. Ich glaube links, ja. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Was, die Kapramine hat mich ausgelöst? Doch, er hat gerade noch gerumst. Das kann ja woanders gewesen sein, was anderes. Meine eigene Drohne hat mir geholfen, indem da jemand drin war, der markiert hat. Herrlich. Aber so muss das ja. Drohne gut platzieren, vielleicht können die eben später nochmal helfen. Das versucht man immer, zumindest versuche ich das gerne. Und heute hat's sehr gut gepasst.
und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.